Donaukanal. Musik und Technik arbeiten schon lange Zeit Hand in Hand. Der Liesinger Multiinstrumentalist Herbert Könighofer geht jetzt noch einen Schritt weiter. Allein Kraft seiner Gedanken will er künftig Musik schaffen. Und das technische Know-how, das kommt von House Research. Diese Technologie, die ist deshalb interessant, weil sie diese feinen Gehirnströme via Sensoren abnimmt. Und man dann diese Gehirnströme als Signale übersetzt an einen Computer schicken kann und dann mit Hilfe von Software diese Signale in allerlei Richtung zum Einsatz bringen kann. Das Projekt steht aktuell noch ganz am Beginn. Sowohl technisch als auch künstlerisch wird absolutes Neuland betreten. In knappen, kurzen Worten drückt man mir einen Gitarrenkorpus mit Hals in die Hand, der keine Wirbel hat und auch keine Saiten hat und eventuell noch gar kein Schallloch hat und sagt, ja, Herr Herbie, das ist eine Gitarre, spiel Bach. Und an dem Punkt befinde ich mich jetzt ungefähr und umso spannender ist das Projekt für mich, weil ich kann eventuell Erfahrungen aus meinem künstlerischen, oder ich kann Erfahrungen als Künstler einbringen, aber nicht wie ich dieses Instrument, das da vielleicht rauskommt, also es geht um Sound, um Klänge, die ich mit meinen Gehirnströmen ansteuere und, sagen wir mal, beeinflusse. Das ist das Ziel und ich muss überhaupt einmal schauen, ob ich das kann und ob das funktioniert. Ja, und so würde ich das jetzt technisch, musikalisch ganz kurz beschreiben. Das Brain-Computer-Interface, über das künftig Musik erzeugt werden soll, ist ein hochkomplexes Gerät und wird im Normalfall in der Medizin eingesetzt. Das ist ein 14-Kanal-EEG, also 14 Sensoren werden mit Hilfe von, man kann sich das so ähnlich vorstellen wie einem Haarreif, über den Kopf gestreift und am Körper angelegt. Es braucht eine Zeit lang eine Prozedur, wo das kalibriert wird und man schauen muss, dass die Sensoren gut sitzen und das Ganze funktionsfähig wird. Und das macht man mit Hilfe von einer Software, festzustellen, ob die Kalibrierung funktioniert. Ja, und dann kann es schon losgehen mit der Datenübertragung. Und mit Hilfe dieser Datenübertragung direkt aus dem Gehirn des Musikers sollen künftig Konzertbesucher ins Staunen versetzt werden. Science Fiction wird zu Science Fakten. Diesmal zu Gast bei Nette Light ist Josef Karner. Er ist Geschäftsführer und Glasperfektionist der Zalto Glasmanufaktur in Gmünd. Donaukanal Nette Light. Geschichten, Schichteln und Pointen. Immer um halb. Seit vergangenem Jahr unterstützt die EcoPlus, die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, im Rahmen eines Aktionsprogramms Gemeinden dabei, bestimmte Betriebsgebiete zu attraktivieren und zu ökologisieren. Nun nimmt auch die Stadtgemeinde Klosterneuburg dieses Angebot für ihr Gewerbegebiet Schüttau in Anspruch. Wir haben in den letzten Jahren gemerkt, dass das Thema Bodenverbrauch, Ressourcenschonung ein Hauptthema ist, jetzt ein bisschen verdeckt und verschüttet durch die Pandemie, aber das Thema Klima, Ressourcen ist ein Hauptthema. Und da haben wir jetzt ein eigenes Aktionsprogramm aufgelegt, wo wir diese Entwicklungen in Richtung Ökologisierung vom Betriebsgebiet, das heißt also mehr Grün, mehr Versickerungsflächen, mehr öffentlicher Nahverkehr, mehr Radwege unterstützen. Und ich glaube, das ist also ein richtiger Weg und wird jetzt schon von 5 Gemeinden angenommen. Als einer der Großinvestoren und Immobilienentwickler tritt hier in Klosterneuburg Stefan Gutmann auf. Sein jüngstes Projekt ist bereits im Rohbau fertig. Wir haben bisher 217 Mieteinheiten und 148 Mieter. Also auf unserem Areal haben wir bereits eine vermietete Fläche von ca. 37.000 Quadratmeter. Und das sind jetzt nochmals rund 4.500, die jetzt bald fertig sind.
Begleitet wird die Attraktivierung der Gewerbegebiete im Rahmen des EcoPlus-Investoren-Service. Dabei geht es vor allem um die Ökologisierung. Ganz wichtig ist, dass es Flächen gibt, wo Betriebe sich ansiedeln können. Und gehört, das braucht man. Aber genauso wichtig ist, dass also der Bodenverbrauch reduziert wird, dass man das wirklich auf das Notwendigste einschränkt, dass man alte Betriebsgebiete wieder reaktiviert und nicht die alten stehen lässt und neue dazu macht. Also ich glaube, dieser Ansatz ist in den letzten Jahren evident geworden, ein richtiger Ansatz, und da versuchen wir mit gutem Beispiel voranzugehen. Diese groß angelegten Erneuerungen sowie die Ökologisierung der Gewerbegebiete tragen also zu einer wesentlichen Bedeutung des gesamten Wirtschaftsstandortes Niederösterreich bei. Anfang März 1933. Die Unzufriedenheit im Land ist groß. Die Eisenbahner sollen ihre Löhne in Raten bekommen. Sie streiken. Schon im Jänner des Jahres hatten Eisenbahner eine illegale Waffenlieferung an Ungarn und die faschistischen Heimwehren aufgedeckt. Die Regierung unter Bundeskanzler Engelbert Dollfuß steht nicht zuletzt deshalb unter Druck und verhängt harte Sanktionen gegen die Streikenden. Am 4. März tritt der Nationalrat auf Verlangen der Sozialdemokraten zusammen. Er soll über das Vorgehen der Regierung entscheiden. Ein Antrag gegen die Sanktionierung der Streikenden scheint mit einer Stimme Mehrheit angenommen. Es gibt jedoch einen Formalfehler. Das Regierungslager erkennt die Abstimmung nicht an. Die Opposition beharrt darauf. Als sich kein Kompromiss abzeichnet und der Streit zwischen den Fraktionen immer heftiger wird, treten die drei Präsidenten des Nationalrats zurück. Die Sitzung ist somit unterbrochen. Am 15. März versuchen die sozialdemokratischen und großdeutschen Abgeordneten, die Sitzung fortzusetzen. Die Regierung Dollfuß verhindert diesen Versuch jedoch mit Polizeigewalt. Auch alle Versuche des Bundesrates zur Wiederherstellung des verfassungskonformen Zustandes scheiterten. Heute sind wir von einer solchen Situation meilenweit entfernt, aber in Zeiten einer Pandemie gilt es, wenn es um die Einschränkung von Freiheitsrechten geht, wachsam zu sein. Damals haben mangelnder Respekt voreinander, die Unfähigkeit zum Kompromiss und ein mangelnder Diskurs unsere Republik gefährdet. Heute stehen wir vor weiteren großen Herausforderungen. Wir müssen aus der Geschichte die richtigen Lehren ziehen. Es gilt, das sowohl als auch und nicht das Entweder-Oder zu beachten. Es gilt, Demokratie hochzuhalten und weiterhin auszubauen. Viele Faktoren führen also zum Ende der parlamentarischen Demokratie. Das Misstrauen gegenüber dem Parlament war allerdings schon Jahre zuvor zu beobachten. Anfang der 1930er Jahre hatte eine Wirtschaftskrise die Erste Republik fest im Griff. Einer Banken- und damit einhergehenden Budgetkrise in Österreich versuchte die Regierung durch Steuerausweitungen, Haushaltskürzungen und Abbau verschiedener Sozialleistungen beizukommen. Diese Maßnahmen stießen im Parlament und insbesondere innerhalb der Sozialdemokratie auf Ablehnung. Auch der großdeutsche Koalitionspartner kam den Christlich-Sozialen abhanden. In der Folge begannen bereits 1932 in Regierungskreisen Überlegungen über eine Schwächung des bremsenden Parlaments zugunsten einer Stärkung der Regierung zu reifen. Die Idee der Ausschaltung oder Schwächung des Parlaments kam also nicht aus dem Nichts. Das Erstarken der paramilitärischen Heimwehren, außenpolitischer Druck des faschistischen Italiens und nicht zuletzt das Erstarken der Nationalsozialisten leisten ihren Beitrag zu den gefällten Entscheidungen. Die Regierung setzte nach den Ereignissen des März den lange bereits geplanten Weg in die Diktatur mittels autoritärer Verordnungen fort. Sie schaltet den Verfassungsgerichtshof aus und schränkt liberale Freiheitsrechte ein. Zensur, Versammlungs- und Aufmarschverbote werden erlassen, der 1. Mai-Aufmarsch untersagt. Soziale Rechte wie das Streikrecht und das Kollektivvertragsrecht werden aufgehoben. Die Arbeiterbewegung immer stärker an den Rand gedrängt. Die Ereignisse gipfeln letztendlich im Februar 1934 in einem Bürgerkrieg mit hunderten Toten und einem Verbot der Sozialdemokratischen Partei. Auch wenn die Geschäftsordnung des Nationalrates
eine Ausschaltung wie 1933 heutzutage nicht mehr zulässt, gilt es für uns alle, stets wachsam zu bleiben. Die Demokratie und der Parlamentarismus müssen gegen ihre Gegner verteidigt werden. Das zeigen uns die damaligen Ereignisse, das zeigt sich aber auch in der aktuellen Krise, in der aktuellen Corona-Krise wieder, in der Fake News, Verschwörungstheorien und Staatsverweigerer ein zunehmend aufgeladenes und in Teilen auch sehr antidemokratisches Klima schaffen. Lassen Sie uns die Ereignisse des Jahres 1933 also eine Warnung sein. Die Demokratie ist nicht selbstverständlich. Wir müssen jeden Tag aufs Neue für sie eintreten und sie mit allen Mitteln verteidigen. Im Rahmen einer Pressekonferenz im Gewerbegebiet Schüttau in Klosterneuburg wurden die Aktivitäten des Landes Niederösterreich zur Standortentwicklung präsentiert. Es geht darum, bestehende Betriebsgebiete zu attraktivieren, zu ökologisieren, um damit aktiv dem Flächenverbrauch und der Bodenversiegelung entgegenzutreten. Niederösterreich übernimmt in diesem Zusammenhang eine Vorreiterrolle. Wir sind österreichweit das erste Bundesland, das die Betriebsgebieterneuerung als landesweites Handlungsfeld auch mit finanziellen Mitteln etabliert hat. So werden diese Standorte zukunftsfit gemacht. Davon profitiert die gesamte Region, wie beispielsweise hier in Klosterneuburg, das eindrucksvoll zeigt, wie bestehende Flächen besser genutzt werden können. Das wird aber nur dann gelingen, wenn ganz Klosterneuburg attraktiv genug ist. Das heißt, jeder Rechtsanwalt, Steuerberater, Wissenschaftler, wie auch immer, möchte sich ja irgendwo auch austauschen mit seinesgleichen, um auch Neues vielleicht zu erfahren. Und nur wenn wir eben genügend Standorte haben, plus diesem Homeoffice-Effekt, der jetzt da ist und hoffentlich auch noch dann ohne Corona von den Unternehmen weitergeführt wird zu einem Teil, da können wir aus Klosterneuburg einen richtigen Standort für sehr viele Arbeitsplätze machen. Das Gewerbegebiet Schüttau ist seinerzeit ohne konkrete Planung über Jahrzehnte hinweg gewachsen. Zahlreiche erfolgreiche Unternehmen haben sich hier angesiedelt. Die dringliche Aufgabe nun ist es, diese Unternehmen bei ihren Expansionsplänen zu unterstützen, die Arbeitsplätze zu sichern sowie den Mitarbeitern ein attraktives Umfeld zu schaffen. Wir haben auch gesehen, dass Expansionspläne vorhanden sind. Die Frage ist natürlich, wenn man sich anschaut, wie begrenzt wir sind, wohin kann ich expandieren? In der Fläche wird nicht mehr viel möglich sein. Das ist eine der letzten Flächen, die hier noch bespielt werden können, wo wir gerade auch sind. Das heißt, die Reise wird wahrscheinlich eher dahin gehen, zu überlegen, wie kann ich nach oben wachsen. Aber das wird auch nur gehen in einem Miteinander und in einer sehr starken, guten Planung, damit auch hier für die Stadtgemeinde und für das Landschaftsbild etwas Wertvolles rauskommt und dass diese Flächen, die wir hier haben, auch wirklich gut genutzt sind. Für Klosterneuburg ergeben sich nun drei zentrale Themenbereiche. Die bessere Gestaltung der Verkehrserschließung, die Nachrüstung in die technische Infrastruktur sowie die Flächenneuaufteilung. Rachel Sheet leidet an Diabetes. Sie kämpft mit chronischen Entzündungen an den Beinen, die einfach nicht mehr abheilen. Ich hatte eine große Wunde. Der Doktor kam jede Woche, um sie zu inspizieren und versuchte verschiedene Therapien. Sie heilte ein wenig, hörte dann aber wieder auf zu heilen. Mit einer anderen Methode wurde es auch nicht besser. Wie ihr geht es vielen Patienten. Diabetes greift Gefäße und Nerven an. Oft bilden sich chronische Geschwüre und Wunden an den Beinen und Füßen. Leider lassen sich diese häufig nicht therapieren. Dann bleibt den Ärzten oft nur noch eines, die Amputation. In Deutschland ereilt dieses Schicksal jedes Jahr 40.000 Patienten.
Weltweit wird alle 30 Sekunden amputiert. Nun gibt es jedoch eine völlig neue Therapie, die den schrecklichen Eingriff verhindern könnte. Wir haben die sogenannte dezellularisierte Dermis entwickelt. Wenn man diese Dermis bei chronischen Wunden von Diabetespatienten verwendet, dann führt schon eine Behandlung zu extrem guten Resultaten. Wir transplantieren das biologische Gerüst oder dezellularisiertes Gewebe. Und dann erneuert und regeneriert sich der Körper durch einen natürlichen Prozess. Die Universität Leeds in England. Anfangs hatte die Forschung von Eileen Ingham und John Fisher wenig mit dem Schicksal von chronischen Wundpatienten zu tun. Die Wissenschaftler suchten vielmehr nach der Lösung für ein grundlegendes Problem der Medizin: der Abstoßung von Fremdgewebe bei einer Organtransplantation. Transplantationen menschlichen Gewebes werden seit den 1900er Jahren vorgenommen. Allerdings kann das eingepflanzte Gewebe manchmal von der Immunabwehr des Empfängers abgestoßen werden. Darüber hinaus scheitern Gewebetransplantationen von Tieren wie Schweinen zu Menschen mit ziemlicher Sicherheit. Ingham und Fisher fokussierten ihre Arbeit auf das Feld der Gewebereparatur und Regeneration. Sie suchten nach einem Weg, sowohl Gewebe von menschlichen als auch tierischen Spendern akzeptabel für die Implantation zu machen. Ich habe mich für die Frage interessiert, was man tun kann, damit menschliches Spendergewebe vom Immunsystem besser angenommen wird. Weiches Gewebe wie Haut besteht aus zwei Grundbausteinen. Erstens den Zellen und der DNA und zweitens der sogenannten extrazellulären Matrix, die sich, wie der Name schon sagt, zwischen den Zellen befindet. Zellen und DNA sind von Mensch zu Mensch verschieden. Sie sind die biologische Grundlage dafür, weshalb jeder Mensch einzigartig ist. Sie unterscheiden sich auch zwischen Tieren wie Schweinen und Menschen. Die extrazelluläre Matrix ist wie ein Gerüst, das den Körpergeweben ihre spezifische Form gibt. Wird fremdes Gewebe transplantiert, sind es die Zellen und die DNA, die vom Immunsystem angegriffen werden. Anders bei der extrazellulären Matrix. Sie unterscheidet sich kaum zwischen den Menschen und ebenfalls nur sehr wenig zwischen Schweinen und Menschen. Deshalb wird sie nicht abgestoßen. Ingham und Fisher haben eine Idee. Sie wollen einem Menschen nur die extrazelluläre Matrix transplantieren. Diese könnte dann mit körpereigenen Zellen wieder besiedelt werden. Und so begann eine lange Phase des Experimentierens. Schließlich gelang es den Forschern, mit Hilfe solcher Waschtrommeln bis zu 95% aller Zellen aus dem Gewebe herauszuwaschen, ohne dabei die extrazelluläre Matrix zu zerstören. Der Durchbruch war, dass wir Natriumdodekylsulfat in geringen Mengen verwendeten. Schon vor uns hatten Forscher mit diesem Reinigungsmittel gearbeitet. Aber sie verwendeten viel höhere Konzentrationen. Sogar mit bloßem Auge ist der Unterschied zwischen gewaschenem und ungewaschenem Gewebe zu sehen. Links Gewebe mit Zellen, rechts ohne. Das ist das Neue, das Erfinderische dabei. Ingham und Fisher haben die Methode nun für verschiedene Gewebe weiterentwickelt und das Verfahren patentieren lassen. So entstehen gewaschene Herzklappen und zellenlose Knorpelmasse des Knies. Außerdem gereinigte Haut. Sie ist bereits für die Behandlung von Wundpatienten zugelassen. Die Haut wird auf die Wunde gepflanzt und dann von körpereigenen Zellen wieder besiedelt. Okay. 2006 gründen die Forscher zusammen mit weiteren Partnern die Firma Tissuregenics, um ihre Erfindungen zu vermarkten. Inzwischen beschäftigt die Firma 80 Mitarbeiter und wird auf eine Marktkapitalisierung von über 100 Millionen Euro geschätzt. Das Hauptmerkmal hier ist, dass wir dezellularisiertes Gewebe für viele Anwendungen produzieren können. Es sind standardisierte Produkte, die wir an Krankenhäuser und Patienten liefern und die der Chirurg direkt verwenden kann. Und so sieht das Hautpflaster für die Wundheilung aus.
Patientin Rachel Sheet wurde bereits mit dem dezellularisierten Gewebe behandelt. Day by day. Jeden Tag sieht man Unterschiede. Die Wunde heilt. Ich fühle mich viel besser seit der Hauttransplantation. Zum ersten Mal habe ich Hoffnung, wieder geheilt zu werden. Vielleicht darf ich bald wieder nach Hause. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Patienten auf der ganzen Welt profitieren schon von der Erfindung des dezellularisierten Gewebes. Es ist ein entscheidender Schritt zur Lösung eines der großen Probleme der heutigen regenerativen Medizin. Plastik. In unserem Alltag mittlerweile selbstverständlich. Für die meisten Menschen ist Plastik am Ende Müll und bleibt ein Problem für die Umwelt. Doch nur dann, wenn es weggeworfen wird. Dabei kann Plastikmüll zur wertvollen Ressource werden, wenn wir ihn wiederverwerten. Dafür entwickeln und bauen Manfred Hackl und Klaus Feichtinger im österreichischen Ansfelden modernste Recyclingmaschinen. Ihr Ziel? Kunststoffabfälle so qualitativ gut aufzubereiten, dass aus dem gewonnenen Material wieder komplett neue Produkte werden können. Aus Müll wird Rohstoff und damit ein geschlossener Recyclingkreislauf. Bisher war das aber kaum möglich, denn Plastik ist nicht gleich Plastik und kommt meist nicht allein in den Müllbeutel. Häufig sind Materialien miteinander verbunden. Das ist so für mich der absolute No-Go in Richtung Kunststoff. Das ist ein Verbund, wo Kunststoffe mit Papier verbunden sind. Also etwas, was nicht sehr leicht aufzubereiten ist. Viele Faktoren können die Qualität des Recyclingmaterials mindern. Verklebte Etiketten etwa, Verschmutzungen oder Materialmix machen Probleme. Wie das Sahnedöschen mit Aluminiumdeckel. Und ein unsichtbares Problem macht Recycling besonders schwer. Was man da auch sieht, ist bei allen Produkten, aber da sieht man es, man kann sich vorstellen, dass da ein gewisser Geruch vorhanden ist. Aber der Geruch ist auch in einer Shampoo-Flasche vorhanden. Und natürlich, wenn das Regranulat wieder in verschiedene neue Produkte eingesetzt werden soll, dann darf dort kein Geruch vorhanden sein. Damit ihre Maschinen heute mit solchen Herausforderungen fertig werden, mussten sie umdenken und die Richtung ändern. Die komprimierten und erwärmten Kunststoffteile werden in einem Rohr mit einer sich drehenden Schnecke weiterverarbeitet. In diesem sogenannten Extruder wird das Material weiter verdichtet, bis es schmilzt. Früher ist das Material in die Schneckenrichtung hineingestopft worden. Dadurch war teilweise ein unterschiedlicher Materialfluss in der Schnecke vorhanden. Und dann war die Idee, es in die andere Richtung zu drehen. Und die Schnecke sozusagen holt sich das Material konstant aus dem Volumen heraus, was vorhanden ist. Dieser Gedanke folgt einem Prinzip aus der Physik. Das kann man sich ähnlich vorstellen, wie wenn man einen Becher nimmt, den man am Bach sitzt und füllt. Entweder in die Flussrichtung, dann ist der Becher teilweise voll, oder gegen die Flussrichtung, dann ist der Becher immer ganz konstant voll. Gedacht, getan. Sie drehten die Fließrichtung in der Maschine um und behoben das Problem. Und es zeigte sich, dass diese Änderung von großem Wert sein würde. Was mit einer Idee und einer Skizze von Klaus Feichtinger begann, wurde zu einem europäischen Patent. Der sogenannten Counter-Current-Technologie folgten weitere Patente, denn die Optimierung brachte Erfolge in vielen Bereichen. Da hat sich dann gezeigt, dass die Befüllung der Schnecke deutlich besser war, der Durchfluss stabiler war. In weiterer Folge hat sich auch gezeigt, dass die Qualität deutlich angehoben werden konnte. In allen Richtungen eine Win-Win-Situation. Bis ins Detail verbesserten die beiden Unternehmer die Abläufe, sodass nun selbst die komplizierteren Materialien wieder aufbereitet werden können.
Dafür sorgen zum Beispiel spezielle Filter, die selbst winzige Schmutzpartikel entfernen, oder Entgasungssysteme, die Gerüche neutralisieren. Am Ende wird die homogen zusammengeschmolzene Masse zu kleinen Regranulatkügelchen geschnipselt. Ein sortenreines Ausgangsmaterial für Produkte, die in Farbe und Stabilität von Neuware nicht zu unterscheiden sind. Und dennoch lastet der Branche das Vorurteil an, dass man aus Recyclingmaterial nur Minderwertiges machen könne. Das hat natürlich ein Klischee erzeugt, Recycling, da kann man nur Parkbänke machen. Und das wollen wir ganz bewusst zeigen und entgegenwirken, dass das eben anders ist. Keiner der Verbraucher wird erkennen, ob das als Neuware oder Recycling ist. Die Firmengruppe beschäftigt inzwischen über 500 Mitarbeiter auf 5 Kontinenten. 14,5 Millionen Tonnen Plastikregranulat werden jährlich produziert. Selbst hohe Hygienevorschriften können die Unternehmer inzwischen erfüllen. In dem Fall Beispiel aus Japan. Der japanische Markt hat sehr hohe Qualitätsansprüche und wir haben es auch dort geschafft, mit unserer Technologie 100% Regranulat zu produzieren, das wieder in die Flasche geht zu 100%. Wenn Abfall wieder zu solch einem hochwertigen Rohstoff wird, dann kann er künftig immer wieder Ausgangsmaterial für neue Produkte sein. Natürlich macht es einen stolz, wenn man Technologien entwickelt und einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft in der Kunststoffindustrie gibt. Kunststoff ist der erste Werkstoff, der ungemein variabel nutzbar ist, in unterschiedlichster Art und Weise, ob das jetzt Faser, Folie, harte, weiche Produkte sind. Und aus allen kann man was machen. Und das macht es in Wahrheit so spannend, auch für das Wiederaufbereiten, weil so viele Varianten vorhanden sind. Und da braucht man ständig kreative Lösungen. Die Notwendigkeit, Plastik wieder aufzubereiten, ist hoch und wird in Zukunft steigen. Dank des Richtungswechsels, mit dem so viel begann, gestalten Manfred Hackl und Klaus Feichtinger nun die Zukunft des Plastikrecyclings. Wenn wir sicherstellen möchten, dass die Gesundheitsversorgung in Europa jetzt und zukünftig funktioniert, brauchen wir mehr und bessere Kenntnisse. Wir benötigen Daten zum und Einsichten in den Gesundheitszustand der EU-Bürger, die Organisation der Gesundheitsversorgung und die Kosten unseres Gesundheitssystems. Die Europäische Kommission hat gemeinsam mit der OECD und dem European Observatory on Health Systems and Policies jedes einzelne EU-Land analysiert. Die Berichte machen deutlich, dass unsere Gesundheitsversorgung wirksamer, zugänglicher und belastbarer werden muss. Zum Beispiel: 80% der Gesundheitsausgaben betreffen die Behandlung chronischer Krankheiten, nur ein Bruchteil betrifft die Vorsorge. Eine Verlagerung hin zur Vorsorge beseitigt nicht nur Ungleichheiten bei der Gesundheit, sondern sorgt auch für enorme wirtschaftliche Rendite. Mehr als einem von 4 Patienten steht heutzutage kein Hausarzt oder ein lokales Gesundheitszentrum zur Verfügung und müssen deshalb eine Notfallaufnahme aufsuchen. Ist eine Erstversorgung verfügbar und bezahlbar, können unnötige Klinikaufenthalte vermieden werden. Patienten suchen viel zu oft nach bestmöglicher Behandlung inmitten eines Labyrinthes unübersichtlicher Angebote. Ganzheitliche Versorgung, bei der alle Anbieter eng zusammenarbeiten, bietet dem Patienten bessere Ergebnisse. Der State of Health in the EU verknüpft Stärken und Herausforderungen verschiedener EU-Länder zu gemeinsamen und EU-weiten gesundheitlichen Prioritäten. Die Berichte helfen den Entscheidungsträgern, genau und effizient zu arbeiten, damit wir alle gesund in die Zukunft blicken können. State of Health in the EU. Lesen Sie und profitieren Sie vom Ergebnis. Schenken.
Diesmal dreht sich bei Nette Leid alles um den Weingenuss. Zu Gast ist Josef Karner, Glasperfektionist der Zalto Glasmanufaktur in Gmünd. Heute ist so richtig gemütlich hier bei Nette Leid aus der Stadtgalerie Mödling. Wir haben Wein gesehen, wir haben Einschenken gesehen und wir haben hier einen Wein- und Glaskenner, würde ich sagen, den Herrn Josef Karner. Begrüße dich hier. Guten Tag. Inhaber der Zalto Gläser. Kennen nicht viele Leute, aber viele haben schon daraus getrunken. Vor allem dann, wenn man in gehobener Gastronomie unterwegs ist. Das Weinglas. Wie wichtig ist es für den Weintrinker? Wie wichtig ist das Weinglas für den Wein? Naja, ich würde sagen, sehr wichtig. Soll aber nicht deswegen so sein, weil ich diese Gläser produziere, sondern ich bin echt davon überzeugt, dass ein Weinglas dem Wein hilft, sich richtig schön zu präsentieren. Das sagen auch viele Weinkenner, Sommeliers, also Leute, die berufsbedingt mit Wein zu tun haben. Und ein gutes Glas, ein sehr gutes Glas hilft dem Wein, sage ich, auf die Sprünge. Das ist eine Krönung für den Wein, wenn man so will, hat unlängst ein Winzer gesagt. Macht ein gutes Glas den einfachen Wein schmackhafter und auch umgekehrt gesagt, macht ein schlechtes Glas den guten Wein einfacher? Also ich fange beim zweiten an. Also ein schlechtes Glas würde ich nicht sagen, also ein eher untaugliches Glas. Wenn man da einen gereiften Wein hineingibt, also einen sehr hochwertigen Wein, dann kann man sagen, dieses Glas wirkt den Wein ab. Das gehört zu einem sehr guten Wein, gehört sicherlich ein sehr gutes Glas. Es wäre schade um den Wein, wenn man den aus einem einfachen Glas trinkt. Und umgekehrt, ein einfacherer Wein wird in einem schönen Glas dann auch nicht, wird nicht unbedingt besser. Im Gegenteil, für Weinexperten ist das die Offenbarung, weil man kann dann die Schwächen dieses Weins besser erkennen. Also in der Weinwelt spricht man davon, das Glas zerlegt den Wein in seine verschiedenen Elemente, also Aromen und Geruch und Tannine kann man besser erkennen. Also es ist, Grundregel ist, man kann, also einen einfachen Wein kann man in einem schönen Glas nicht wirklich dann besser machen. Aber natürlich kommt beim Weintrinken, soll ja ein Gesamterlebnis sein, dass das Glas als solches muss eine Augenweide sein, es soll proportional sein, es soll leicht sein, das heißt, und dann der Wein soll möglichst funkeln im Glas, das ist auch wichtig, dass man das Licht schön drauf fällt, dann hat man ein schönes Gesamterlebnis. Und wenn man dann sogar nicht so fokussiert auf den Wein, dass man jetzt einmal ein ausgewiesener Weinkenner ist, dann kann man mit dem dann sogar auch ganz gut zurechtkommen. Was macht jetzt das gute Weinglas aus? Ich meine, wenn man heute irgendwo, sage ich, zum Ikea oder wo Gläser kaufen geht, es beginnt das billigste Weinglas, ich glaube, schon bei nicht einmal 1 Euro. Und dann gibt es Weingläser in Spezialgeschäften bis, glaube ich, 40, 50 Euro pro Glas. Ist da wirklich dieser Wert der Unterschied? Naja, diese sage ich, teureren Gläser, die sind alle mundgeblasen. Das ist reine Handarbeit. Und wenn man einmal sieht, wie lange es dauert, bis ein Glas dann wirklich fertig ist, dass man es auf den Tisch stellen kann und wie viel handwerkliche Fähigkeit dahinter steckt, dann kann man sich schon ungefähr ausdenken, warum der Preis entsprechend ist. Also im Gegensatz zu einem Maschinenglas, zu einem gepressten Glas. Es sind ja, bis ein Glas fertig ist, ein mundgeblasenes Glas, das dauert 7 bis 8 Minuten und wird immer von einer Vierergruppe gemacht. Also das ist eine Arbeitsstelle, muss ich das vorstellen. Und da sind 4 Leute so um die 8 Minuten mit der Produktion beschäftigt. Und dann geht das Glas in einen Kühlofen. Das ist der Schmelzpunkt von meinem Glas ist bei 1300 Grad. Und wenn das Glas dann fertig ist, dann hat es 700 Grad. Und da muss man das Glas
sehr langsam und schonend abkühlen. Und zu diesem Zweck kommt es dann in einen Kühlofen. Das ist ein riesiges, sage ich so, ein Ungetüm. Und das ist ein Förderband. Und auf dem Förderband durchläuft das Glas dann verschiedene Temperaturzonen, um es langsam abzukühlen. Das muss man machen, sonst wird das Glas spröde und ein sprödes Glas bricht leicht. Wenn es umfällt, bricht es. Das Zaltoglas, ich habe da wirklich, ich kann das jetzt da vor laufender Kamera zeigen, ist elastisch. Also wenn das umfällt, wird es am Tisch jetzt höchstwahrscheinlich nicht kaputt sein. Ich habe schon gesehen, dass ein Glas auf den Boden gefallen ist und das war auch nicht kaputt. Die Schwachstelle von jedem Glas ist eben der Stiel. Und nachdem das Glas abgekühlt wurde, das dauert 6 Stunden im Kühlofen, dann hat es dann Zimmertemperatur. Und da geht es in die Endfertigung. Da sind auch wieder viele Arbeitsschritte und das macht halt dann den Preis aus. Du hast gesagt, am Anfang sind 4 Leute damit beschäftigt, die Mundblasen. Was blast da wer und wie wird das zusammengeführt? Ja, das sind die 4 sind sehr, sehr exakt aufeinander eingestellt und abgestimmt. Und das muss auch so sein, weil wenn da einer sagt, jetzt einmal botschert ist und ungeschickt, dann kann es sein, dass er dann seinen Kollegen dann mit einem 1000 Grad heißen Gasklumpen dann verletzt und hat eine Brandblase, das ist nicht so gut. Also da passiert in der Regel nichts, weil die wirklich gut zusammenarbeiten. Wie kann man sich das vorstellen, dass eigentlich, muss ich vorausschicken, es wird seit 2000 Jahren kennt man Glas in Europa. In Ägypten hat man schon vorher Glas produziert. Also die Glasproduktion haben die Römer, wie so vieles, haben die Römer auch die Glasproduktion nach Österreich gebracht. Und die Glasproduktion ist, wenn man da zuschaut, das ist ein sehr einfacher Vorgang, ist es. Das selbst zu machen dauert Jahre, dass man ein Glas, so wie das Zaltoglas, in dieser Eleganz und in dieser Feinheit machen kann. Es ist sehr viel Geschick gehört da dazu und auch Liebe zur Produktion und zum Produkt. Also einer, der immer Lampenschirme macht oder Aschenbecher oder Obstschüsseln, der wird so ein Glas ad hoc nicht machen können. Der muss da lang angelernt werden. Also die Glasproduktion hat sich seit den Römern nichts geändert. Ich kann mich erinnern, das war lange her, war ich in einer Glasbläserei, hat man sehr imponiert, da stehen dann die Männer dort mit so langen wie Blasrohren daneben. Ja. Und irgendwie kommt da das flüssige Glas und dann machen die was draus, kommt raus, wie wenn man Luftballon rausblasen würde oder so. Bläst da jetzt einer das Glas, so wie es hier steht, in einem fertig oder macht einer den oberen Teil und dann den unteren Teil und wird das zusammengeschweißt irgendwie oder wie geht das? Eine gute Frage. Der Erste nimmt einmal einen Batzen Glas aus dem Ofen heraus. Ne? Das ist ein sehr archaischer Vorgang, weil da ist sehr viel Feuer und Eis im Spiel. Und die Leute sind immer ganz fasziniert, wenn sie diese Glasproduktion sehen. Vor allem Kinder, die stehen dann vorm Ofen, die schauen nicht, die gaffen. Minutenlang stehen die und sagen, na Franz, jetzt gehen wir weiter, der hört das gar nicht, weil die Leute so ergriffen sind und auch fasziniert sind von dem, was da vor sich geht. Und vor allem, man hat innerhalb von einigen Minuten sieht man, wie etwas entsteht. Wenn du heute zu einem Tischler gehst und willst wissen, wie ein Tisch gemacht wird, dann musst du 2 Tage dort sein, wenn du da zuschauen oder mitarbeiten sollst. Das Glas wird innerhalb von einigen Minuten gestaltet und hast etwas Wunderschönes vor dir. Und wie gesagt, der Glasbläser holt ein Glas raus mit der Glasmacherpfeife und der tut dann einblasen. Das ist nicht so wie Trompeten spielen, dass man da fest hineinblasen muss, sondern der muss, sonst kriegst du ja noch 2 Jahre so einen Hals. Und dann geht das Ganze in eine Holzform. So ein Model. Und da wird dann, wenn du das Glas da hernimmst, dann wird dann das Glas, das so von oben nach unten so eingeblasen in eine Holzform. Das ist sehr einfach, das ist ganz, sag ich, primitiv. Das wird ein Drechsler macht das macht keine Maschine, das wird alles handgemacht.
nach der Form dieses Glases macht er das Model und dann hat er diesen Teil schon. Da oben ist dann noch eine Kuppel drauf und dann hat er unten so einen Pfropfen drauf. Und aus dem Pfropfen wird dann der Stiel gezogen. Also geht er mit Daumen drüber, dann siehst du, dass das aus einem ist. Das ist nicht angesetzt. Mhm. Das heißt, der Teil und der Teil wird in einem gemacht. Die Bodenplatte, da kommt nur ein kleiner Botzenglas drauf und das wird dann mit einer Holzzange, das ist ein ganz primitive Werkzeuge sind das, zwickt er es zusammen und hat da seine Form drin, da und die rund, dass das schön rund wird und dann ist das Glas praktisch, steht es vor dir. Wunderschöner Vorgang. Ja, es ist ein schöner Vorgang. Wie bist du auf das Glas gekommen? Ja, so wie bei Frauen ist das auch so die Liebe. Ne? Ich habe das in einem Restaurant gesehen und ich kannte dieses Glas nicht und war eigentlich angetan und habe mich da erkundigt, was das ist und dann habe ich halt recherchiert. Also das gehört einer, wird im Waldviertel gemacht und da hat es finanzielle Schwierigkeiten gegeben. Und somit habe ich das dann mit meinem Geschäftspartner, also ich bin 50% Eigentümer, mein Geschäftspartner die anderen 50%. Wir waren beide im Vorstand von Schlumberger, also wir haben eine Nähe zum Glas schon gehabt, weil wir ja von der anderen Seite waren. Nicht? Da haben wir damals immer gute Gläser gesucht für unseren Sekt. Und ja, und so ist es entstanden. Sehr einen wichtigen Teil, Funktion bei der im Glas Arbeit hat geleistet, der Weinfahrer Denk, der ja in Niederösterreich nicht unbekannt ist, der ist vor 3 Jahren gestorben. Der war ja der Weinpapst oder Weinpfarrer, wenn man so will, der unheimliche sensorische Fähigkeiten hatte und das auch oftmals trainiert hat. Und der hat dann dem Glas diese Form gegeben. Der hat immer gesagt, ihr werdet sehen, das wird ein Welterfolg, weil das Glas so eine hohe Funktionalität hat und natürlich auch, sage ich mal, ästhetische Erfordernisse erfüllt. Kommen wir zu den Unterschieden. Es gibt das Weißweinglas und es gibt das Rotweinglas. Das Rotweinglas ist meistens größer, das Weißweinglas kleiner. Warum? Naja, ich habe dann noch ein kleineres Glas als dieses hier für junge Weißweine. Aha. Und die Oberfläche spielt ja erstens eine Rolle, also die Rotweingläser sind eben größer, dadurch haben sie eine größere Oberfläche und der Wein bekommt rascher Luft. Das ist das eine und das andere ist, dass wie man den Kamin verjüngt, also wie groß der Durchmesser hier ist. Also wenn du burgundische Rotweine, also in Österreich den Blaufränkisch zum Beispiel nimmst, der soll möglichst, die Aromen gehen ja da entlang vom Glas, entweichen ja, und wenn das oben mehr zusammengeht, dann ist das konzentrierter. Man riecht die Aromen viel mehr. Also ein Wein hat ja ein paar hundert Aromen. Und das ist die große Herausforderung für ein Glas, dass das Glas möglichst vielen Aromen, sage ich, die Entwicklung gibt und dass man dann riechen kann. Und dann da gibt es ja Weinexperten, die riechen alles Mögliche. Ne? Also das Glas soll den Wein unterstützen bei der Entfaltung seiner Aromen? Absolut, absolut. Also ich habe meine Einstellung oder Philosophie, das Glas muss sich immer dem Wein unterordnen. Und das Glas soll da sein, dass sich der Wein optimal bestens präsentieren kann. Das ist auch das große Ziel eines jeden Winzers. Und jetzt muss man sich vorstellen, ein Winzer arbeitet ja wirklich das ganze Jahr über sehr hart im Weingarten. Jetzt um die Zeit ist der Rebschnitt und bis zur Kellerarbeit und so weiter. Und dann soll eigentlich das Glas diese große Leistung, die dann in die Flasche kommt, dann auch noch schön präsentieren. Ne? Und das Weißweinglas ist jetzt kleiner, weil es muss nicht so viele Aromen entwickeln. Für die jungen Weißweine oder Rieslinge habe ich noch ein kleineres Glas als das da. Das ist mein Universalglas. Da kannst, sage ich mal, jeden Weißwein draus trinken, aber auch leichtere Rotweine funktionieren da auch. Mhm. Ich habe dann 2 Rotweingläser, das Burgunderglas und das Bordeauxglas. Das Burgunderglas ist das größte, das Bordeauxglas ist ein bisschen größer als das da.
doch geht es darum, welcher Rotwein in das jeweilige Glas optimal passt. Es kann aber von einem Jahr zum anderen auch verschieden sein. Es gibt Winzer, der sagt, da wird 3 Jahre mein Weißwein in dem da verkostet und präsentiert. Aber den jetzigen Jahrgang, da ist mir das kleinere Glas lieber. Mhm. So. Was macht jetzt ein Weißwein aus einem Rotwein, wenn ich ihn dort einschenke? Ein Weißwein? Ein Weißweinglas? Ja. Was macht es aus dem Rotwein, wenn ich ihn dort einschenke und nicht in das Rotweinglas? Naja, schmeckt das anders? Das schmeckt wirklich anders. Also man kann ja, ich habe das oftmals schon erlebt, dass bei Verkostungen mein Glas auf dem Tisch steht und ein anderes oder 5 verschiedene von 5 verschiedenen Herstellern das Glas auf dem Tisch steht und ein und dasselbe Wein daraus getrunken wird und dann wirst du sehen, dass jedem Glas der gleiche Wein anders schmeckt. Sag jetzt da mal an. Auch für einen Laien. Auch für einen Laien. Die Leute sind immer ganz fasziniert, wenn ich mit denen, sage ich mal, dieses Spiel mache, diese Probe, dann wird vielen, die seit Jahren Wein trinken und, sage ich mal, auch Weinliebhaber sind, denen wird es dann bewusst, wie der Wein dann unterschiedlich schmeckt aus verschiedenen Gläsern. Ne? Und ist es umgekehrt genauso, dass der Weißwein in ein Rotweinglas eingeschenkt auch anders schmeckt? Ja. Also gibt es ja die burgundischen Weißweine, Weißburgunder oder Chardonnay oder auch diese hochgereiften Veltliner aus der Wachau oder Smaragdweine, wenn du die aus dem Burgunderglas, aus dem größten Glas aus meiner Serie trinkst, da wirst du dann einen Hochgenuss haben. Gibt es jetzt auch ein Roséglas? Gibt es nicht. Ich muss sagen, das Roséglas funktioniert, also Rosé funktioniert in dem Universalglas hervorragend. Beim Rosé ist eine Rebsorte, die stark im Kommen ist. Ne? Das wird ja zunehmend mehr Rosé getrunken. Also, ich kenne das seit vor 10 Jahren schon in Skandinavien, waren die ganz narrisch auf Rosé, weil das gut zu deren Küche passt. Da mit Meeresfrüchten und Schrimps und so weiter, da ist ein Rosé sehr wichtig bei uns auch. Mhm. Wird ein bisschen abwertend so als Terrassenwein hingestellt. Aber ein guter Rosé, der gut gekühlt ist, und das ist ein Traum. Also da lässt vieles andere dann halt stehen. Ne? Jetzt habe ich noch eine Frage, weil es ein typischer österreichischer Wein ist. Schilcher, gibt es ein Schilcherweinglas? Habe ich nicht. Aber gäbe es das auch extra für den Schilcher? Das wäre so, könnte man natürlich auch machen, aber ich glaube, das ist nicht notwendig. Es funktioniert in dem Glas auch, Schilcher. Jetzt hast du natürlich einen großen Erfahrungsschatz. Was trinkt man mal einen Schluck? He? Ach so, ja, ich vergiss vor lauter Fragen. Sehr zum Wohl. Zum Wohl. Das ist ein grüner Veltliner. Schmeckt fantastisch. Habe ich natürlich jetzt keinen Vergleich. Ist klar. Aber schmeckt er. Ja. Weil wir gerade beim Trinken sind, das wollte ich fragen, du als Weinkenner, was ist da dran an diesen Geschmackssachen, wie der, man sieht im Fernsehen und im Film, wenn man zuerst riecht an einem Wein und dann trinkt man einen Schluck und dann beißt man fast dran oder spült man oder gurgelt ihn fast und dann kann man die blumigen Aussagen, wie hat einen so aromatisierten Abgang, schmeckt nach Nelke und Zimt, oder ist es als Show oder geht es wirklich so? Also, wenn du mich vor 15 Jahren das gefragt hättest, hätte ich eher gesagt, das ist ein bisschen eine Show. Aber ich habe natürlich in den letzten 15 Jahren, seitdem gibt es die Firma Zalto, habe ich mich natürlich auch sehr viel mit Wein beschäftigt und war bei vielen Verkostungen, Degustationen dabei, weil eben halt das Glas auch immer dort mit dabei war. Und dann habe ich doch die Erkenntnis gewonnen, dass es welch gravierende Unterschiede es beim Wein wirklich gibt. Und man kann das auch trainieren. Also das, wenn man jemanden hat, der einem, sage ich, an der Hand nimmt und ein bisschen Hilfestellung gibt und hinführt und sagt, hast du jetzt das gerochen? Das ist wie eine Heidelbeere oder eine Stachelbeere oder so. Dann kann man das doch, sage ich, für sich selbst diese Erfahrung gewinnen.
Natürlich kann sich das steigern und die wirklichen Verkostungsprofis, die riechen dann natürlich noch viel mehr. Und das glaube ich schon, dass das so ist. Das ist nicht nur jetzt eine Show oder halt oder Inszenierung, sondern das ist wirklich so. Aber es reicht, wenn man für einen Privatgebrauch, wenn man sage ich halt, letztlich geht es darum, dass einem der Wein schmeckt und dass der Wein zum Essen passt, der richtige Wein zum Essen. Das ist ja die hohe Kunst oder Aufgabe eines Sommeliers in einem Restaurant, ein Gast, nicht aus der Weinkarte was herunterzubeten, sondern den Gast hinzuführen und bei der Hand zu nehmen und die Auswahl nach den bestellten Gerichten trifft. Da muss man ja den Wein immer erst bestellen, nachdem man sich für ein Gericht entschieden hat. Und da setzt dann auch die Aufgabe eines Sommeliers ein. Und wenn man da zu einem wirklich guten Sommelier kommt, dann merkt man, dass man dann ein kulinarisches, wie noch vieles, Highlight hat. Also ich habe da gar nicht weit von hier in einem Restaurant letzten Sommer ein Erlebnis gehabt, das 23-jähriger Sommelier, junger Kerl, aber super ausgebildet. Und. Wie strikt sind da die Richtlinien, welcher Wein zum welchen Essen? Das ist früher hat man gesagt, naja, der Rotwein gehört zum roten Fleisch, also Rindfleisch und Wild. Und der Weißwein gehört eher zum Schweinefleisch und Fisch natürlich und so. Das stimmt schon auch noch so. Also das daran hat sich nicht so viel geändert, obwohl die Grenzen nicht mehr so streng sind. Ich meine, wenn man einen schönen Branzino isst, dann werden viele Italiener da einen Rotwein dazu trinken. Aber du musst halt auch den entsprechenden Rotwein wieder haben. Ne? Du musst der Rotwein wieder dazu passen. Das ist dann die echte, die hohe Schule des Genusses, wenn man so will. Ne? Aber man kann natürlich zu einem leichten Essen, kannst du keinen schweren Wein trinken, weil dann dominiert haut der Wein das Essen zusammen. Und umgekehrt, wenn du dann Schweinsbraten isst, sag jetzt einmal, das ist was Deftigeres, dann kannst du dann schon einen kräftigen Weißwein auch dazu trinken. Oder einen roten genauso. Ne? Wie ist das jetzt, wenn da sitzen die Gourmets bei Rotwein, Weißwein zu den herrlichen Speisen und dann sitzt einer mitten drunter und trinkt zu derselben Speise ein Bier? Da ist immer verachtet worden. Ist das noch immer so? Also, das ist heute auch nicht mehr so. Es ist alles viel toleranter geworden, nicht? In der Genusswelt. Aber nach einer Weinverkostung, wo halt wirklich intensiv Wein verkostet wird, dann wird dann nachher dann zum Neutralisieren ein Bier getrunken. Nachher. So. Wirkliche Weinkenner, Weinjournalisten, Weinexperten, die, wenn sie fertig sind mit der Verkostung, trinken sie dann noch ein Bier. Du kannst selbst auch einmal probieren, wenn du mal mehr Wein trinkst. Das ist dann das berühmte Reparaturseidel. Das kenne ich aber vom nächsten Tag in der Früh. Ja, das kannst du auch trinken. Aber das neutralisiert das irgendwie, weil doch der Wein ja viel Säure hat und dann ist der Magen kann dann übersäuert sein und das Bier ist basisch und das tut gut. Also stimmt das nicht mit dem Bier auf Wein, das lass doch sein. Wein auf Bier, das rate ich dir. Gut, das ist im Zusammenhang mit Rausch, stimmt es schon. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt in ein Lokal kommst und der hat kein Salto-Glas, sondern kriegst irgendein Glas zum Wein? Verlässt du dann das Lokal, oder? Ja, überhaupt nicht. Ich bin absolut kein Chauvinist, wirklich. Also das habe ich mir von Beginn an habe ich mir das fix vorgenommen, ich trete nicht schulmeisterhaft auf irgendwo in einem Restaurant und wenn ich meistens bestelle ich auch, wenn ich einen Tisch bestellt ist und nicht unter Zalto, sondern unter meinem Namen und trinke den Wein aus dem Glas, das mir auf den Tisch gestellt wird. Das Einzige, was ich dann mache, beim Zahlen lege ich meine Visitenkarten dazu, dass der Wirt weiß, wer da war. Aber auch nicht, dass ich jetzt da mit ihm Diskussion anfangen oder irgendwas, aber das soll ich wissen, dass ich jetzt sein Gast war. Die meisten freuen sich sehr, wenn ich komme. Und kaufen beim nächsten Mal? Ja, da auch nicht. Es gehen Gasthäuser, die so viele Gasthäuser habe ich nicht, die meine Gläser haben. Ich muss halt woanders halt auch noch hin.
kommt zwangsläufig woanders in ein Restaurant oder in ein Gasthaus und wo es kein Zaltoglas gibt. Also viele wissen da gar nicht, dass ich die Zaltogläser habe. Aber sie freuen sich dann, wenn sie wissen, dass ich da der Inhaber bin. Ich habe da das letzte Mal, wie in New York war, so ein nettes Erlebnis gehabt in einem wirklich sehr tollen Restaurant, die auch die Zaltogläser haben. Und da hat dann, die haben dann sind zusammengelaufen dort, wie sie da herumgeredet hat, dass da der Mr. Zalto da ist. Und haben mir dann gleich mir und meiner Frau schon Flaschen Champagner auf den Tisch gestellt und die besten Weine, das habe ich alles nicht zahlen müssen. In Amerika ist ja die ganze Wirtschaft ja eher anonym geworden, nicht? Weil den Mr. Coca-Cola gibt es nicht. Und der Herr Heineken ist auch schon vor 10 Jahren gestorben. Und das sind alles so sehr anonym. Vor allem bei einem Produkt, bei dem auch die Emotion eine Rolle spielt. Das ist bei einem schönen Weinglas so, wollen die Leute schon, haben sie es gern, wenn sie das Gesicht dahinter sehen. Das ist genauso beim Wein. Du kaufst auch lieber den Wein von einem Winzer, den du kennst, und einem Winzer deines Vertrauens und wo vielleicht schon deine Familie hingefahren ist, da fühlt man sich wohl. Und jetzt bin ich dann als Mr. Zalto am Tisch gesessen, das war ein schönes Erlebnis für die und für mich auch. Dann kalifornischen Wein wahrscheinlich dazu getrunken. Ja, da habe ich schon was Gutes, einen schönen Chardonnay aus dem Napa Valley gehabt. Nicht? Dankeschön, sage ich, fürs Dasein. Dankeschön für diesen Ausflug in die Wein- und Glas- und Weinglaswelt. Viel gelernt haben wir da jetzt. Und ich würde sagen, zum Schluss werden wir natürlich den noch verkosten. Sehr guter grüner Veltliner, hast du gesagt. Was wünschst du dir in Zukunft, wie das Weinglas weitergehen soll, wie die Weine weitergehen sollen? Naja, ich kann mir das wünschen, tue ich mir viel. Ziele habe ich weniger, aber ich wünsche mir, dass vor allem diese schwierige Zeit, die wir jetzt haben, unter der wirklich die Genusswelt sehr leidet, die Restaurants müssen leider noch immer zu haben. Und das ist eine große Herausforderung für die Gastronomie und auch für die Winzer. Dort wird ja viel Wein getrunken in den Restaurants und Gasthäusern. Und dass das einmal wiederum in friedliche Bahnen kommt und dass wir wieder das Genießen freuen können. Auf das trinken wir jetzt. Zum Wohl. Zum Wohl.